Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Action-Haul. Heute zeige ich euch, was ich letzten Donnerstag im Shopping-Live-Haul alles mitgenommen habe. Wundert euch nicht, sitze ich hier heute im anderen Raum, weil da hinten, wo ich sonst drehe, ist irgendwie Land unter, alles vollgestellt mit Drehsachen, mit Nähsachen, nein, mit irgendwelchen Sachen von mir, mit Shopping-Sachen. Ich war letztens auch Sachen, also Klamotten shoppen und ich habe da einfach alles nur und naja, ist egal. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr Action-Hauls sehen wollt oder Live-Hauls, dann folgt mir gerne. Folgt mir natürlich auch sehr, sehr gerne auf Instagram, da heiße ich so wie hier, ShivaShakti8. Und wir starten auch schon. Ich habe das hier alles mal so vor mich hingelegt, sonst habe ich immer vor mir einen Stuhl. Jetzt habe ich das so neben mir, ist auch egal. So, ich habe mitgenommen so eine Organisationsbox. Die finde ich immer total genial. Das sind solche flachen. Eventuell möchte ich nämlich da auch was unter meinem Bett organisieren. Und das würde auch genau passen. Davon habe ich zwei Stück mitgenommen jeweils. Die sind auch hier mit dem Deckel. Dürft ihr nicht vergessen, die liegen immer dahinter oder daneben. Dann habe ich hier so einen richtig schönen Korb für draußen mitgenommen. Allerdings hätte ich das gerne noch gehabt, dass hier noch so was Helles drum ist. Und so ein, ja, so eine Art, nicht Bast, sondern so beigeartig und ach, das würde noch ein bisschen besser aussehen, wie ich finde. Aber fand ich auch total schönes zum Aufhängen. Ich habe ja so eine Dachschräge, dann hänge ich das da wahrscheinlich hin. Und da mein Balkon ja jetzt so schön beleuchtet ist, wird das sicherlich richtig gut aussehen. Organisation wollte ich total viele mitnehmen. Ich wollte auch so ein, na, wie heißt das denn jetzt nochmal, Wäschekorb mitnehmen in weiß. Also in dieser Optik finde ich ja total hübsch, weil meiner ist irgendwie schon ein bisschen älter, hat keinen Deckel und ach, wollte ich jedenfalls mitnehmen, gab es nur noch in schwarz. Und schwarz ist mir irgendwie ein bisschen zu traurig, passt hier auch nicht in die Wohnung. Von daher habe ich wenigstens ein so einen Korb mitgenommen. Das ist, was heißt ein so ein, das ist jetzt auch irgendwie für, weiß ich nicht, wenn ich da irgendwas organisieren möchte. Ich denke mal für meine Kammer, da werde ich so eine Vorratsartikel reinmachen, weiß ich nicht, Soßen, was auch immer und dann hier drin vielleicht nochmal extra sortieren. Ist ja genug Platz und 17 Liter ist das. Ich finde, das sieht einfach total klasse aus in diesem weißen. Ich muss aber nochmal zur Action, allerdings fahre ich dann nicht nochmal den weiten Weg. Nein, ist auch egal. Auf jeden Fall werde ich dann nochmal zum anderen Action in Hamburg. Die haben da immer noch ein bisschen andere Sachen als dort, wo ich sonst immer hinfahre. Dann habe ich nochmal diese XL Power Towel Roll mitgenommen, die ist echt gut, richtig saugfähig und die hält auch echt gut. Also, da, also hier, wie das drauf gemalt ist, so mit Ausringen, das könnt ihr tatsächlich machen. Das ist fast wie so ein Lappen oder sowas, wie so ein Handtuch. Und wie gesagt, ist ja auch ziemlich dick, hält echt lange. Da hatte ich sonst immer diese kleinen Vierer gekauft, aber die kann ich wirklich mehr empfehlen. Die sind viel, viel, viel besser. Dann habe ich einmal nochmal so ein ganz normales USB-Kabel mitgenommen für meinen Sohn oder auch für mich. Mal gucken, weil irgendwie halten unsere Kabel immer nicht so lange. Das ist mir aufgefallen, wenn ich so ein Markenkabel kaufe, 10, 20 Euro, die halten, die hat, das eine hat bei mir, ich glaube 19,95 gekostet, das habe ich beim Mediamarkt geholt und das hat genau 3 Wochen gehalten. So, das kostet jetzt glaube ich irgendwie 2 oder 3 Euro. Da bin ich mal echt gespannt, wie lange das hält. Ja. Ganz schlicht und schwarz, das ist mir eigentlich auch relativ egal. Hauptsache es hält und es lädt. Dann habe ich einmal, ah, die habe ich auch ganz neu entdeckt, diese Schmutzradierer. Da hatte ich sonst immer solche anderen grauen. Ich dachte immer, das wäre, die heißen glaube ich Melamin. Das ist Stain Removal Sponges. Und die anderen heißen Melamin Sponges oder sowas. Die sind so grau, die sehen voll hässlich aus, aber die sind richtig gut. Also kann ich echt empfehlen. Die kenne ich noch gar nicht, diese Schmutzradierer-Schwämme, aber ich finde Schmutzradierer sowieso immer klasse, gerade wenn eine Katze irgendwie mal pusch, niest oder so, man hat die weiße Wand dann voll oder man selber oder was auch immer. Oder der Kaffeebeutel ist mal irgendwie und dann, ach, dann wir haben schon so viel erlebt an der Wand, von daher finde ich die immer ganz gut, auch für Schuhe, für weiße Schuhe habe ich das mal gemacht und irgendwas hatte ich noch, das habe ich nie wegbekommen, ich glaube das war am Waschbecken in der Küche irgendwas. Nee, das war an der Toilette. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ich habe ja da diese Swarovski-Steine oben drauf und dann so weiß. Das sieht richtig schön aus. Und dann war da immer so ein roter Streifen. Ich habe keine Ahnung, woher der gekommen ist. Ich glaube vom Nagellack oder was. Es hat auf jeden Fall sich abgefärbt. Und es ging tatsächlich nur, also nicht mit dem Schmutzradierer, sondern mit diesen Melamin-Sponges ging das nur ab. Ansonsten, ich habe geschrubbt, ich habe mit allem, ich habe mit Chlor, habe ich mich schon so ganz langsam rangewagt. Aber deswegen, also ich bin echt Fan von diesen Schwämmen. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Dann gab... Nein! Ich habe mich vergriffen. Oh, bin ich doof.
Ich wollte gerade sagen, ich habe meine Aufsätze, also ist jetzt nicht schlimm, ich habe meine Aufsätze für meinen Lieblingsrasierer gefunden. Und jetzt zeige ich euch meinen Lieblingsrasierer, den ich hier irgendwie gekauft habe, mit einem Aufsatz. Mensch, ich habe doch den Rasierer. Naja, ist egal, dann wechsle ich den halt mal aus. Ärgerlich. Ich wollte die Klingen kaufen, da habe ich mich vergriffen, da standen nebeneinander. Ich habe an dem Tag auch gedreht, ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich habe das einfach nur genommen, das Ding. Ist nicht schlimm. Ist auf jeden Fall ein Top-Rasierer. Ich benutze keinen anderen, würde ich auch niemals, weil der ist wirklich so, so, so super. Da kriegt ihr auch keine Erdbeerbeine. Ihr braucht keinen Rasierschaum oder Rasiergel oder sonst irgendwas. Und ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Aber ich hätte ja gerne die Rasierklingen dazu gehabt. Aber ist nicht schlimm. Dann habe ich das mitgenommen. Das weiß ich auch gar nicht mehr. Ja, solche Handschuhe, die Latex-Handschuhe, die brauche ich mal. Ich glaube, die sind gepudert. Clear with Powder. Ich wollte die eigentlich in Schwarz, gab es aber nicht. Ist auch nicht schlimm. Die waren mega günstig. Wie viel sind da drin? 100 Pieces, also 100 Stück. Size L, weil ich nehme immer L in der Küche. Also allgemein Handschuhe. Ich brauche irgendwie immer L. Entweder habe ich so große Hände oder ich mag das auch, wenn das ein bisschen lockerer sitzt als so eng. Da fühle ich mich immer so abgeschnürt. Das Blut, alles abgeschnürt. Das mag ich nicht. Und ja, ich nehme das jetzt immer zum Beispiel. Ich habe ja jetzt die unechten Nägel und die sollen ja auch so schön bleiben. Und sonst immer, wenn ich Kurkuma geschnitten habe, davon wird ja alles gelb. Die Nägel werden gelb, die Finger werden gelb. Ich rauche ja nun schon seit 2 Jahren nicht mehr. Und dann hatte ich das mal geschnitten und irgendjemand meinte so, ja, du hast ja ganz gelbe Finger, Mensch, du musst ja viel rauchen. Ich sage, ich rauche gar nicht. Also seit 2 Jahren jetzt nicht mehr. Und es ist mir eingefallen, Mensch, was war denn das? Ach Mist, ich habe Kurkuma geschnitten. Und deswegen ziehe ich die jetzt immer an, wenn ich Kurkuma schneide. Oder auch wenn ich koche ja jetzt auch für die Katzen. Dann, wenn ich die Pute schneide, ich mag ja kein, also ich selber mag kein Fleisch, ganz selten mal. Wenn ich die Pute jetzt so anfasse und ich muss das Fleisch, dann mag ich auch lieber diese Handschuhe dazu anziehen. Eingesabbelt hier, weiter geht's. Dann habe ich Nuss- und Früchte-Mix mitgenommen. Hier so ein Studentenfutter, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, das war auch im Wochenangebot. Und ich bin sowieso, also diese Nüsse da bei Action, auch die Rosinen, die schmecken so, so lecker. Also nicht die Rosinen, sondern die Schokorosinen. Ich dachte, meine Zähne sehen gelb aus. Witzigerweise habe ich nämlich eben meine Zähne gemacht, also ein bisschen aufgehellt. Das wird mich ja jetzt, oder liegt das am Licht, oder dass wir jetzt hier im anderen Raum sind und der Raum gelblich wirkt? Wirklich gelblich? Ach, keine Ahnung. So, ist egal, dann geht das einmal. Dann habe ich einmal meine AA-Beutel für die Katzen mitgenommen von Domil X-Moll 5 Liter. Die nehme ich da immer mit, die sind da echt günstig. Allerdings muss ich sagen, dass die Griffe jetzt irgendwie neuerdings nicht mehr so stabil sind wie sonst. Wenn ich das dann hochhebe, reißt immer einer. Das ist irgendwie immer ein bisschen, Aber vielleicht war es auch nur eine Fehlproduktion, eine Billigcharge oder eine Fehlcharge, wie auch immer. Und ansonsten bin ich ja mit immer damit zufrieden gewesen. Aber ich habe vergessen, die Lavendelsäcke mitzunehmen. Ah, da gibt es immer noch solche großen Müllbeutel. Das sind solche Lavendelsäcke und die riechen so schön nach Lavendel. Mittlerweile mag ich auch Lavendelgeruch, warum auch immer. Ich habe das sonst immer, ich mochte das gar nicht. Aber das riecht richtig gut. Dann riecht auch die Küche danach oder der Müllbehälter, wo ihr die drin habt. Also das habe ich leider vergessen. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesagt. Das ist jetzt hier wild durcheinander gemixt. So, dann habe ich Brownies mitgenommen, weil ich dachte, mein Freund isst gerne Brownies. Also war ich eigentlich so der Meinung, hatte ich in Erinnerung, weil er die mal auch gemacht hatte selber. Aber ja, dann habe ich diese Schoko-Brownies hier mitgenommen. Pocket von Schoko-Brownie Pocket von Milka, weil er nämlich auch gerne Milka mag. Toll, habe ich gezeigt. Nee, möchte er nicht. Mein Kind möchte die auch nicht. Ich mag sowas auch nicht. Naja. Habe ich was zum Verschenken vielleicht? Ich weiß auch nicht, wie lange hält sich denn dieser Kram hier. Bis zum 31.08. Oh, das ist ja auch gar nicht mehr so lange. Naja, ist egal. Mal gucken. Dann, ich liebe es ja da bei Action, diese To-Do. Also für mich sind es immer To-Do-Listen. Das sind diese Note-Blocks. Dann nehme ich immer diese Ring-Blocks. Guck mal hier, voll schön. Letztes Mal habe ich so einen Ringblock. Ich brauchte unbedingt einen. Dann habe ich so einen mitgenommen. Der sah aus wie so ein Kondolenzbuch. Das sah richtig doof aus. Aber normalerweise haben die da immer richtig schöne, wie das finde ich jetzt auch richtig schön, mit den Blumen drauf und in rosa. Und wie gesagt, das ist dann halt so ein Ringbuch. Und hier schreibe ich mir dann immer die To-Dos rein oder Videoplanung, Firmen, wann welches Video kommen soll und naja, was ich alles noch zu erledigen habe. Und dann kann ich, wenn ich mich verschrieben habe, mal rausreißen oder. Naja, ihr wisst ja, was man mit dem Ringbuch macht, also mit so einem Notebook. Und wie gesagt, die finde ich bei Action immer schön. Ich habe immer einmal so einen großen, dann habe ich hier einmal so einen weißen genommen.
Und einmal so einen in Rosa genommen. Ja, auch natürlich Ringbuch. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich das abreißen kann. Und mir ist auch immer ganz wichtig, dass das liniert ist. Weil wenn ich meine To-Do-Liste mache und das ist irgendwie so krumm und nicht ordentlich, das, oh, nee, da habe ich schon gleich wieder keine Lust drauf. Das muss immer alles ordentlich sein. Und manchmal klicke ich da auch noch so einen Aufkleber drauf oder ist das ganz wichtig oder, naja, ist auch egal. Das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Das war die erste Tüte. Die ist schon leer. Das ist übrigens eine alte Tüte. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben die da aber noch. Nicht der Meinung. Das ist, glaube ich, doch die aktuelle. Finde ich voll niedlich da mit diesen Bienen. Habe ich das auch schon beim letzten Mal gezeigt. Oh, ganz vergessen. Noch so ein Dummiebeutel. Aber ist ja auch nicht weiter spannend. Dann habe ich einmal dieses hier geholt. Schöne Farbe. Gut, sieht man ja eh nicht, wenn es eingefüllt ist. Das ist einmal Wasser, also Wischwasser fürs Auto fertiggestellt ist und ja, richtig günstig. Wie viel ist das? 5 Liter? Ja, 5 Liter. So kannst du nur ein bisschen Training machen. Das nehme ich gleich auch wieder mit ins Auto und fülle das auf. Wie macht ihr das eigentlich? Lasst ihr denn diesen Kanister im Auto stehen? Also im Kofferraum stehen oder bringt ihr den jedes Mal wieder weg? Also das würde mich auch mal drücken. Ich habe das nämlich immer im Auto stehen und irgendwann zieht das auch immer so Feuchtigkeit. Das ist eigentlich gar nicht so gut. Ach, ich habe immer keine Lust, das wieder extra hoch. Jetzt sah das schon wieder so aus, als ob ich gelbe Zähne habe. Das liegt am Licht, das will ich euch sagen. Ja, ehrlich, ich habe eh meine Zähne aufgehellt. Das kann nicht sein. So, jetzt kommen wir zur zweiten Tüte. Wieder Süßigkeiten, die habe ich für meinen Freund mitgebracht. Der liebt die. Das sind Rotolino. Diese Rotolinos, die sind wie Milka Tender und hier ist so eine Milchfüllung drin. Schmeckt richtig lecker. Aber ja, ich esse jetzt nicht so viele Süßigkeiten. Wenn, dann esse ich mal so Schaumküsse oder sowas. Oder Lakritz. Lakritz liebe ich ja, aber da kriegt man natürlich hohen Blutdruck und so weiter und so fort. Ja. Naja, wie gesagt, die habe ich meinem Freund mitgebracht. Die hat er, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen. Der hat nur über die Brownies gemeckert. Ja, das hier, das ist sowas, was ich essen würde. Zum Beispiel, die gibt es, glaube ich, auch nur bei Action, bin ich der Meinung. Richtig lecker, diese Mellow Cakes von Milka. Und das ist so eine Mischung aus Schaumkuss, aus Marshmallow, naja, und so einer Tafel Schokolade. Also die schmecken echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so, dann habe ich natürlich. Wie soll es auch anders sein? Die habe ich jetzt auch gerade wieder drauf. Das sind die Magnetic Eyeliner Lashes. Da ist also so ein Eyeliner mit bei. Und der hat so eine Magnethaltung sozusagen. Also wenn ihr den auftragt, klippen die Wimpern ganz automatisch daran. Es geht eigentlich ganz gut, wenn man sich dann einen ordentlichen Lidstrich ziehen kann. Das kann ich natürlich nicht so gut. Ich weiß auch nicht. Ich bin immer so ein bisschen nervös. Aber die sind wirklich zu empfehlen, weil die echt gut sind. Und die halten auch lange. Also die kann man jetzt nicht nur ein, zwei, dreimal verwenden, sondern so wirklich 4, 5 Mal. Ich habe da natürlich meine Probleme, weil ich immer so oft niese durch meine Allergie. Und wenn man dann immer die Augen so ruckartig zusammenkneift, kann das manchmal sein, dass sich dann da was löst von der, ne, vom Magneten her. Aber ansonsten, wenn ihr so ganz normal und sprecht und schaut oder Augen zu habt, da passiert nichts. Also das hält auch. Dann apropos Sponge und Spargo, weil Spargo finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Bei der Action habe ich einmal diese Soap-Sponges mitgenommen. Die kenne ich noch gar nicht. Da ist dann wohl Seife drin in diesen Schwämmen. Und was ist das hier? Stahlwolle oder was? Das ist auf jeden Fall für den Grill geeignet und wahrscheinlich für so Töpfe, die man nicht mehr sauber kriegt. Und das habe ich ganz oft, wenn mein Freund kocht. Ich hatte nämlich gerade einen Topf, den habe ich jetzt erst fertig. Den musste ich einweichen mit einem Geschirrspültab und dann nochmal rüber und dann nochmal scheuern. 3 Tage habe ich diesen blöden Topf von der Bolognese eingeweicht. So, aber jetzt ist er sauber. Naja, wollen wir mal gucken. Die kenne ich noch gar nicht. Die muss ich unbedingt ausprobieren. Dann habe ich einmal, ach, das habe ich jetzt tatsächlich für mich mitgenommen, weil ich esse nicht so gerne Süßes. Ich esse lieber, wenn dann was Salziges. Und Tuck mag ich voll gerne. Das ist original. Das ist da auch eigentlich immer recht günstig. Das war, glaube ich, auch ein Wochenangebot. Ich mache allerdings immer lieber dieses Sour Creme and Onion? Sour? Oder nur Sour Creme? Nee, Onion nicht. Onion ist Zwiebel. Sour Creme, das mag ich hiervon immer ganz gerne. Aber original geht auch. Da gibt es ja immer diesen Dip.
diesen Mehlrahmen-Dip, der schmeckt auch richtig, richtig lecker, wenn man sich abends eine Gurke macht oder halt so kleine Möhrchenstückchen oder Paprikastücke. Also richtig lecker. Und das mit diesem Mehlrahmen-Dip, diesen Originalen, das ist so ein roter. Oh, das schmeckt so. Ist egal. So, einmal haben wir hier noch was zu essen. Ich glaube, dann war's das. Das sind diese besagten Rosinen, die ich meinte. Die schmecken so lecker. Ich mag eigentlich überhaupt gar keine Rosinen, also gar nicht. Aber die im Kühlschrank müsst ihr echt mal probieren. Es ist so eine ganz leckere Schokolade darüber. Und ja, 260 Gramm sind da drin. Das ist Premium-Schokolade aus Belgien. Finde ich, merkt man auch. Also mega lecker. Und gesund, weil Rosinen sind ja gesund. Gut, die Schokolade nur nicht. Ach, die habe ich noch gekauft. Die habe ich für meinen Sohn mitgebracht. Soft Nougat. Die mag er immer ganz gern. Die schmecken so ein bisschen wie Nuts, sage ich jetzt mal. Ich glaube, die schmecken so wie Nuts. Ist auch nicht so meins, aber mein Sohn mag die voll gerne und ja, die kommt somit auch nochmal mit. Dann habe ich noch einen zweiten Versuch gestartet mit der, also ich muss ja sagen, die Bettwäsche bzw. der Bettbezug ist echt gut von Action, ne? Ich habe den grauen gekauft für meinen Sohn und für mein Bett, aber ich habe, glaube ich, 1,40 mal 2 Meter gekauft und das ist viel zu klein, weil mein Bett ist, glaube ich, 1,60. Und jetzt habe ich hier 1,80 mal 2 Meter und ich hoffe, das ist diesmal richtig. Und dann habe ich mal ein bisschen rosa mitgenommen. Und wenn das jetzt richtig ist, werde ich davon ganz viele kaufen, weil die sind echt gut. Also von der Qualität und wie die sich anfühlen und auch nach dem Waschen und so weiter. Also bin ich echt zufrieden. Genauso wie die Handtücher von Hotel Royal kann ich auch empfehlen. So, dann, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich da vorbeigegangen. Und das hat mich irgendwie an früher erinnert. Ich liebe das ja, oder ich habe es ja geliebt immer früher. Ich habe solche Malkreide mitgenommen. Ich weiß auch nicht. Und das ist so schön in diesen Pastellfarben. Und ich fand das so schön, dass die hier so eine richtige spitze Mine haben, dass man da richtig schreiben kann. Weil sonst sind das ja immer solche Klötze. Und dann kann man da immer nur solche dicken Dinger dahin machen. Und hier kann man richtig was Schönes malen. Ja. Also das würde ich natürlich nicht öffentlich auf der Straße machen, da würde ich mir ein bisschen blöd vorkommen. Aber ich habe ja einen Balkon und da ist ja auch sowas. Ja, oder mal so ein witziges Spiel, so ein Trinkspiel. Oder dann sitzt man zusammen und dann muss man da irgendwas erraten. Naja, ich fand die jedenfalls toll. Farben fand ich toll. Ich weiß nur nicht, wie die jetzt so von der Qualität her sind, aber ja, schöne Farben sind es. Und wie gesagt, finde ich auch toll, dass man damit. Und die sind auch relativ leicht. Also die, so sind die jetzt ein bisschen schwerer, aber wenn man die, glaube ich, einzeln nimmt, geht das. Ja, finde ich toll. Finde ich klasse. Dann habe ich. Ah, da habe ich dieses hier wieder gefunden. Das habe ich so lange gesucht. Das riecht so, so gut. Das ist Relaxing Lime and Coconut Milk im Bath and Shower Gel. Dieses hier. Das riecht so, so unfassbar gut. Ich kann gar nicht mal sagen, wonach. Also, ich finde, das riecht nicht nach Kokosnuss und nicht nach Lime. Also, nicht nach Limette und nicht nach Kokosnuss, sondern ich. Ich weiß das nicht. Für mich, also das hört sich jetzt blöd an, für mich riecht das immer so nach Barbie. Früher hatte ich eine Barbie gehabt. Ich meine, ich habe Barbie gehasst. Also nur mal so, ich Puppen, oh, da habe ich jetzt noch ein, wie sagt man, nicht ein Fetisch, ein Phobie. Oh, Puppen, wenn Puppen bei mir irgendwo. Nee, na, ist auch egal, ist ein anderes Thema. Aber das riecht für mich, ich hatte, nee, nicht Barbie, sondern mein kleines Pony. Ich hatte von mein kleines Pony so ein Pony gehabt. Und das hat genauso gerochen, so richtig. Das hätte ich immer essen können, dieses von mein kleines Pony. Das war, hat so toll gerochen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Oh, die fand ich so toll. Naja, auf jeden Fall finde ich das richtig gut. Das habe ich auch schon aufgebraucht. Das habe ich bestimmt auch schon mal in dem ein oder anderen Aufgebraucht-Video gezeigt. War froh, dass ich das wiedergefunden habe und natürlich gleich mitgenommen. Diese Untersetzer, die fand ich auch richtig klasse. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt so für die Küche nehme. Hier im Wohnzimmer passen die, glaube ich, nicht so gut. Ich zeige die mal. Jetzt sind die zugeklebt. Egal, sind auf jeden Fall solche Runden aus. Ich weiß nicht, ist das Bambus? Genau, das ist Bambus und das sind halt solche Runden. Ich hoffe doch mal, dass das Runde sind. Da gab es einmal eckig und einmal rund. Ja, Round Coaster, 4 Stück. Ja, fand ich schön. Ja, so Natur finde ich immer ganz gut. Ich hatte auch welche bei Amazon bestellt, bin ich da. Ach nee, die sind nur im Wunschkorb, im Einkaufskorb. Die muss ich noch. Da wollte ich noch irgendwas dazu bestellen. Die wollte ich euch auch noch zeigen. Die sehen nämlich nochmal einen Ticken besser aus. Dann habe ich einmal wieder diese Brüsselrollen. Dann nehme ich immer dieses 20x Rollerset. 20x, also 20x Rolldinger sind da drauf. Abziehdinger, Blätter. Und ja, die sind jetzt nicht dolle. Die haben auch nicht so eine Stabilität.
Aber, ach meine Güte, also für den Preis geht das, weil sonst, ich sehe das nicht ein, für so eine Fusseldinger da immer so viel zu bezahlen. Die von Rossmann sind, glaube ich, besser und von DM. Aber ja, für den Preis, wie gesagt. Und ich brauche die ja ständig, ne? Mit den Katzen ist man ja ständig irgendwie am Abfusseln oder auch das Bett, Kopfkissen oder halt den Kratzbaum selber. Und also die habe ich ja in Daueranwendung. So, die anderen iPads, die nehme ich natürlich grundsätzlich standardmäßig mit. Die kommen gleich wieder in meinen Kühlschrank. Da passen übrigens bald gar keine Augenpads mehr rein. Ich muss nämlich ganz, ganz dringend mal so ein Live-Test-Video machen. Also damit jetzt nun nicht. Das kennt ihr ja schon bereits. Oder ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt es nicht viel zu testen. Die sind super und sehen halt ein bisschen doof aus. Aber ich finde die Wirkung klasse und es ist mit Gurkenextrakt. Ich vertrage die richtig gut und ich finde die spenden Feuchtigkeit. Die nehmen feine Fältchen und ja. So, jetzt kommen wir zu den Masken. Da habe ich hier so eine gefunden. Die fand ich auch optisch ganz schön. Aber was ich immer gesagt habe, man müsste mal so eine Maske machen, wo auch hier der Halsbereich mit eingedeckt ist. Und das ist jetzt tatsächlich so eine. Da ist noch so eine Maske für den Hals mit bei. Ich hoffe mal, die ist nicht so dünn, wie sie hier aussieht, sondern dass sie ein bisschen dicker ist. Gerne wie so ein dicker Schal. Und ich finde das ja ganz wichtig, dass man den Hals auch mitmacht. Oh, ich weiß noch vor... Ich weiß gar nicht, wie lange mache ich jetzt YouTube. Davor habe ich tatsächlich mich nie eingecremt. Ich habe mein Gesicht nicht... Also ich habe mich nie eingecremt. Ich habe keine Gesichtscreme gehabt, geschweige denn Seren oder Gesichtsmasken. Das Einzige, was ich verwendet habe, ist Labello und ja, Zahnpasta. Und ansonsten habe ich mein Gesicht... Nö, ich habe es gewaschen, ja. Das war es aber auch. Also mit Wasser. Und da hatte mal jemand zu mir gesagt, aber du musst doch dein Gesicht eincremen und... Das kann doch nicht sein, dass du keine Pflege hast. Nö, habe ich nicht. Und ja, seitdem ich ja jetzt YouTube mache, habe ich alles Mögliche an Pflegen und probiere viel aus. Habe auch eine ganz tolle Pflege gefunden, beziehungsweise zwei Firmen, wo ich eine ganz tolle Pflege habe. Aber ich bin auch der Meinung, dass ich jetzt wieder... Also meine Haut ist ja jetzt echt gut geworden. Ich habe jetzt auch kein Make-up drauf oder so. Natürlich meine Augen gemacht, aber Make-up benutze ich nicht mehr. Weiß nicht, im Sommer sowieso nicht, mag das überhaupt nicht. Und jetzt habe ich vergessen, was ich überhaupt sagen wollte. Make-up benutze ich nicht und ich habe... Ach so, ja, es wird Zeit, dass ich jetzt mal wieder vielleicht auch eine andere Creme teste. Und ja, bin ich drauf gespannt, wenn ich andere Cremes teste. Naja, auf das bin ich auch gespannt. Ich würde sagen, das mache ich auch mal. Ich mache dann wieder so einen Mix aus Isana, DM und Action Life Test. Und dann testen wir das zusammen, wie jetzt das von der Feuchtigkeit ist, wie die Maske geschnitten ist und ob es was gebracht hat und so weiter und so fort. Ja, genau, da wird es demnächst dann mal ein Live-Test-Video geben. Dann habe ich noch zwei Masken mitgenommen, die sind jetzt nicht besondere Pflegemasken oder so. Ich benutze die auch, ehrlich gesagt, momentan, ich benutze die eigentlich auch gar nicht so wirklich, sondern das ist für mich irgendwie so, wie sammle ich die? Hört sich jetzt zwar blöd an. Ich werde die auch im Sommer aufbrauchen. Wenn man jetzt mal irgendwie so, es ist warm und dann setzt man die auf und die sehen ja auch echt süß aus. Guck mal hier, diese Smoothie Love. Das sind ja so eine Selfie-Masken eher, dass man dann so ein Selfie machen kann, wenn man dann so ein Ding im Gesicht hat. Und es sieht ja echt süß aus, aber die pflegen jetzt nicht irgendwie großartig. Da ist jetzt nicht, guck mal, die sieht auch richtig niedlich aus im Sommer. So, das ist eher so ein kühlender Effekt, würde ich mal sagen. Aber ich finde die echt total niedlich. Und für den Preis, ach, im Sommer, ich finde das klasse, hat man so eine kleine Erfrischung. Damit nutze ich allerdings auch immer richtig gerne diese Hyaluronsprays im Sommer, die man sich ins Gesicht sprühen kann. Oder halt auch die Wassersprays, die finde ich auch immer klasse. Da hatte ich auch mal eins von Action, das fand ich eigentlich eher weniger gut, weil da kam immer so eine halbe Dusche raus. Das war nicht so ein Sprühstoß, sondern eher so ein, wie bei der Feuerwehr oder so. Dann habe ich einmal Epsom-Salz gefunden. Natural Magnesium Sulfat Crystals. Und ja, da bin ich auch schon gespannt drauf. Helps relax the mind and body to promote a restful night's sleep. Gott, ich und Englisch, ne? Ja, das sind auf jeden Fall 500 Gramm drin. Und ja, ich finde auch die Verpackung sieht auch irgendwie schön gestaltet. Ich hatte so ein Salz mal von, oh Gott, Salthaus oder so. Ich weiß es nicht. Naja, das ist hier dieses Spa. Da hatte ich auch noch so eine Bodybutter gesucht. Die war auch von Spa. Die sollte, glaube ich, ganz toll sein, ganz gut riechen und richtig schön pflegen. Aber die habe ich leider nicht gefunden. So, dann habe ich... Ja, ich weiß nicht wieso. Ich habe die bei der lieben Frühlingsrolina gesehen im Haul. Und ich denke mir,
Oh mein Gott, hoffentlich gibt es jetzt nicht nur da diese Sachen im Action, sondern auch bei uns. Und es gab die tatsächlich. Ja, hatte sie auch gesagt im Video, das erinnert irgendwie so an früher. Das sind solche kleinen Aufbewahrungsscheine von Nubi. Oh mein Gott, diese Farben. Und das erinnert mich auch total früher an, wo man dann unterwegs gewesen ist mit seinem Kind. Und finde ich irgendwie so süß. Da kann man ja jetzt auch so kleine Apfelstückchen reinmachen, wenn man unterwegs ist. Oder Nüsse. Oder was weiß ich, man tut da seine Wimpern rein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich das kaufen. Ich fand das so niedlich. Und ja, erinnert mich halt immer noch so an früher, weil ich das auch immer hatte. Und genau, das habe ich auch bei ihr gesehen. Fand ich auch total niedlich. Da habe ich auch wie sie einmal das für meinen Sohn mitgenommen mit diesen bunten LEDs. Das sind solche Lampen, die man anschließen kann an Laptop oder PC oder wo auch immer ihr gerade seid und möchtet so ein bisschen Licht haben. Und das soll dann so aussehen. Das ist dann, wie gesagt, für meinen Sohn. Und das ist einmal so eine ganz normale Warm-Weißlampe. Und ja, mit so einem Anschluss ganz normal. Ja. Ich lese halt gerne abends nochmal oder wenn man jetzt irgendwie nochmal was dreht, nochmal so ein Zusatzlicht oder einfach nur so. Man weiß es nicht, wie die Qualität ist. Ich habe es einfach mal mitgenommen bzw. nachgekauft, weil ich es ja gesehen hatte. Und ja, so, das war's jetzt. Ich bin wieder total glücklich mit meiner Ausbeute. Und ja, ich fahre einmal im Monat, wie ihr wisst, zu Action. Wenn euch das gefällt, dann gebt gerne einen Daumen nach oben für das Video. Würde ich mich mega drüber freuen. Abonniert den Kanal, ist kostenlos. Und ja, einmal im Monat machen wir einen Live-Shopping-Haul. Gehen wir zusammen shoppen. Danach zeige ich euch, was ich geshoppt habe. Und ja, folgt mir auf Instagram. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.